Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts oder wie wir ihn gerne nennen, den besseren Triathlon Podcast, weil wir kümmern uns nicht ums Schwimmen. Wir sind vertreten auf Strava zweimal, auf Instagram zweimal, auf Facebook einmal, auf Twitter zweimal, auf OnlyFans und wie heißt das Ding, wo man tanzt, Flo? Keine Ahnung, TikTok. Danke, keinmal. Das heißt, wenn ihr für uns oder mit uns tanzen wollt, müsst ihr uns schon irgendwo abpassen, beim Flo zum Beispiel am Nasenweg. Ihr könnt uns natürlich dann auch Geld zuwerfen, was das Tanzen sehr anregt. Das könnt ihr aber virtuell machen auf Patreon oder Steady. Oder ihr könnt euch einfach von uns Zeug kaufen in unserem Spreadshirt-Shop. Da gibt es natürlich nicht nur Shirts, sondern auch Tassen oder Hosen oder Socken. Wobei, bei den Socken bin ich mir nicht sicher. Auf alle Fälle, Swag macht schöner und schneller. Und apropos schöner und schneller, habe ich erstens den Flo wieder da. Hallo Flo. Servus. Und zweitens haben wir heute schöner und schneller bei uns, in diesem Fall den Christoph Strasser. Hallo. Ja, grüß euch, hallo. Ich fühle mich gerade sehr geehrt, dass ich manchmal oder meistens recht schnell unterwegs bin, weiß ich, aber das mit schön, das ist ein sehr großes Kompliment, danke. Gerne. Wir legen da die Latte zwar sehr hoch, weil wir sind halt auch extrem hübsch, aber manche überspringen die halt mit Lockerheit. Ja, ich würde sagen, nicht nur schöner und schneller, sondern auch weiter. Ist wohl wahr. Wer Amerika quert am Rad, ich meine, viel weiter geht es da noch nicht. Da ist dann irgendwann aus, weil da ist das Meer im Weg. Das wäre allerdings dann, naja, egal. Eine Ausbaustufe des Ganzen. Wir haben, wie gesagt, den Christoph Strasser, den kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, der uns zuhört. Wobei wir auch ein paar Menschen aus Germanien in unseren Hörereien haben, die manchmal Zeitungen nicht lesen, das Internet noch nicht gefunden haben und die vielleicht dann den Christoph Strasser noch nicht kennen. Deswegen, wer bist du, was machst du eigentlich und wieso? Ich bin der Christoph Strasser und die Leute, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich daher, dass ich am Radl schon ziemlich außergewöhnliche Sachen halt gemacht habe, sprich sowas wie A Race Across America oder A Race Around Austria, das heißt Ultracycling ist das, ich sage in der Steiermark, wir sagen Weitradlfahren dazu. Und da geht es ja darum, ohne Laufen, ohne Schwimmen, also wirklich Radlfahren, sehr lange Distanzen in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren. Und das, was ich heuer halt gemacht habe, was ihr schon mal besprochen habt in einer eurer Episoden, wo ihr euch dann gehört habt oder ihr mich da quasi getaggt habt, waren die 1000 Kilometer in 24 Stunden, sprich, es waren ein bisschen mehr, es waren 1026 Kilometer. Und das war halt heuer mein Saisonhöhepunkt, der ja sehr gut gelaufen ist, also sogar viel besser gelaufen ist, als ich mir eigentlich gedacht habe. Und warum ich das Ganze mache, möchte ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich glaube, das werde ich in der nächsten Stunde noch klären, weil das kann ein bisschen ausführlicher werden, oder? Da gibt es verschiedene Ansätze, weil es ist ja sicher auch interessant, warum ihr das macht, weil weite Strecken zurückzulegen, das zwar sehr geil ist, wo man immer wieder mal coole Erlebnisse hat, oben da erlebt, in den Flow kommt, aber zwischendurch doch recht anstrengend wird, das kennt ihr ja auch. Und da werdet ihr ja auch eure Gründe haben, warum ihr das macht. Vielleicht hin und wieder kennen wir das ein bisschen. Aber was mich interessieren würde, du bist ja nicht irgendwie erst vorgestern aufs Rad gestiegen und hast beschlossen, dass du 1000 Kilometer in 24 Stunden fährst. Wie hat denn quasi so alles angefangen? Was hat dich irgendwann einmal aufs Rad getrieben? Warum gerade das Rad? Ja, das war eigentlich ganz, ich will nicht sagen banal, aber so wie es halt bei vielen jungen Menschen ist. Du siehst Berichte oder liest Bücher über eben Menschen, die das gemacht haben. Und so wie es halt viele gibt, die Tennis, Fußball, irgendwelche Sportarten quasi mitverfolgen als Junger, als Kind und sie dann denken, boah, wenn ich mal groß bin, möchte ich das auch machen. So hat mich halt dieses Race Across America Virus schon recht früh erwischt. Also da hat es den Wolfgang Fasching gegeben in Österreich, der da Ende der 90er Jahre dreimal das RAM gewonnen hat. Und das habe ich halt gesehen und mir gedacht, ja,
das klingt extrem spannend, weil es so eine Kombination ist aus Abenteuer und Wettkampf. Und so habe ich dann halt angefangen mit den ersten 24-Stunden-Radrennen, noch extrem schlecht damals, und habe mir halt versucht, da ein bisschen reinzusteigen in die Materie. Und den Traum im Hinterkopf, das Race Across America halt eines Tages dann zu verwirklichen. Es ist witzig, weil ich war, das ist schon, muss auch schon 15 Jahre her sein, es ist schrecklich, dass ich so alt bin, dass ich sowas schon sagen kann, aber da war der Wolfgang Fasching mal beim Intersport Eibel in Vösendorf und hat über seine 7 Summits, weil er ist ja nach seiner Radkarriere, ist er ja die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen, und das war mein erster Berührungspunkt mit dem Ram. Und mit, ich habe mir gedacht, ich bin dann vor dem gesessen und habe gedacht, wie kann der so verrückt sein? Und diese, also mich hat das damals so endlos fasziniert. Ich habe mir damals auch dann sein Buch gekauft. Und ich würde nicht sagen, dass das mein Einstieg in den Ultrasport war, aber es war schon so ein kleines, weiß nicht, Fünkchen, das losgegangen ist, dass solche Menschen, solche scheinbar normalen Menschen, das irgendwie können. Das hat mich endlos fasziniert. Was ich interessant finde, war der, du hast es so nebenbei jetzt da fallen lassen. Du hast dann zum Radlfahren angefangen mit deinen ersten 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, der übliche Anfang von ich gehe jetzt ein bisschen Radlfahren ist nicht unbedingt ein 24-Stunden-Rennen. Und der Herr Fasching, wenn ich mir jetzt nicht täusche, kommt ja irgendwo aus der Steiermark, oder? Richtig, er kommt aus der Südsteiermark und hat Straßenrennen gemacht. Also der ist Lizenzrennen gefahren in seinen 20ern. Und hat dann später, nachdem er dort ein paar Erfolge gehabt hat, aber sicher nicht den ganz großen Durchbruch geschafft hat, quasi die Langstrecken für sich entdeckt. Und bei mir war es anders. Ich bin tatsächlich, mein erstes Radrennen war ein 24-Stunden-Rennen, aber das heißt nicht, dass ich damals schon gut war. Ich bin halt einfach einmal dort mitgefahren und war halt extrem schlecht. Also bin ein paar Runden gefahren, dann bin ich 8 Stunden schlafen gegangen, dann bin ich wieder ein paar Runden gefahren, so circa. Mit einer Laufhosen, einem Polo-T-Shirt und einem Baseball-Kapperl. Also man muss jetzt nicht schon ein guter Radfahrer sein, um so ein Rennen zu machen. Heute ist das natürlich bei vielen anders. Da sind bei 24-Stunden-Rennen schon sehr viele gute, engagierte, ambitionierte Leute am Start. Aber ja, ich bin wirklich erst später dann, mein erstes Rennen bin ich 2002 gefahren, also ist auch schon ein Zeitl her. Und ich sage, ab 2005, 2006 habe ich das dann unter Anführungszeichen professionell gemacht, also mit wirklich viel Training. Da bin ich dann schon auf 1000 Trainingsstunden im Jahr gekommen. Und da hat es dann auch schon ein Rennradl gegeben, ein gescheites Radl-Dress, und dann bin ich dort schon vernünftige Leistungen gefahren. Aber angefangen habe ich wirklich ganz, ganz rudimentär ausgerüstet, ja. Ja, das heißt aber, du hast schon von Beginn an zumindestens ein gewisses Mindset gehabt. Weil wenn du sagst, ich möchte ein bisschen Radl fahren, dann weiß ich nicht, dann sagen Leute, ich fahre zum Spaß jetzt dabei an, und das ist schon ein bisschen komisch, zum Spaß ein Kriterium-Rennen mit, oder ich fahre, weiß ich nicht, irgendein Buxtehude-Osterradl-Rennen 80 Kilometer, weiß ich nicht, durch Niederösterreich mit, und nicht ich fahre mal zum Spaß ein 24-Stunden-Rennen. Egal, wie viel du während den 24 Stunden fährst, aber du committest dich schon ein bisschen auf die Langstrecken. Das Mindset habe ich sicher nicht gehabt am Anfang, nein. Mich hat aber immer etwas mehr fasziniert, was vielleicht irgendwie speziell ist oder außergewöhnlich oder was halt nicht so ein Massensport ist auf jeden Fall. Und wenn ich mir eine Tour de France-Etappe angeschaut habe im Fernsehen, dann war das für mich jetzt so, ja, mittelmäßig bis überhaupt nicht interessant. Da habe ich halt immer so die Bilder im Kopf gehabt, da fahren 150 Mann in einem großen Peloton, kommen auf die Zielgeraden, es gibt einen Massensprint, einer stürzt, 20 fliegen drüber und einer gewinnt den Sprint. Und das war halt irgendwie nicht so richtig faszinierend. So jetzt nicht abwertend klingen, aber so waren halt meine Bilder eines Radrennens, und deswegen habe ich nie ein Lizenzradlrennen gemacht, weil mich das halt nicht so gefesselt hat, als diese Bilder und diese Berichte halt, wo du im Sonnenuntergang Tag und Nacht durch Wüsten, über Berge, durch ganze Kontinente fährst. Das ist halt wirklich, wo die Begeisterung bei mir entstanden ist. Und deswegen war das von Anfang an irgendwie so ein Traum von mir. Aber halt wirklich Step by Step. Ich habe immer gesagt, jetzt schaue ich mal, dass ich 24 Stunden durchhalte. Und wenn ich das schaffe, dann traue ich mir den nächsten Schritt zu. Also so von wegen von Anfang an große Ziele und das Unmögliche als Ziel setzen, um das Mögliche zu erreichen. Das finde ich ein bisschen
ich will nicht sagen Schwachsinn, aber nicht unbedingt einen anmaßenden Weg, weil ich muss zuerst einmal schauen, kann ich das überhaupt und was habe ich drauf und mich da ein bisschen mit Bescheidenheit und Demut so Schritt für Schritt dem Ganzen annähern. Aber ist das so, ist es nicht gerade am Anfang, wenn du sowas machst, weil du gesagt hast, du bist irgendwann dann Profi geworden und so weiter und so fort, aber gerade Ultramarathon fahren, laufen, egal, also Ultra-Ausdauersport an sich ist ja per se ein bisschen eine brotlose Kunst. Also wenn du jetzt da nicht Rekordsieger bei irgendwas bist oder du der Fasching bist, der einzige war zu dem Zeitpunkt, der das gemacht hat, wo du sagst, oh, ich mache jetzt da Multimedia-Vorträge irgendwas, die Wahrscheinlichkeit, dass du davon leben kannst, ist jetzt da nicht besonders hoch. Ja, ist richtig. Ich habe damals studiert und habe quasi nicht viel gebraucht und bin heute auch noch eher genügsam, sagen wir mal so. Aber ich habe jetzt schon gesehen, es gibt Leute, die Bergsteiger sind oder eben Ultra-Radlfahrer oder Läufer und so weiter, die das dann schon schaffen, dass man von dem Sport leben kann. Und das ist nicht einmal unbedingt nur vom Erfolg abhängig. Es gibt ja Leute, die von den Leistungen her jetzt nicht ganz vorn dabei sind und trotzdem irrsinnig gute, inspirierende Geschichten erzählen. Und trotzdem, damit halt dann im Prinzip über Seminare oder Vorträge das dann halt irgendwie bestreiten können und sie damit einen Lebensunterhalt verdienen. Und den Zugang habe ich eigentlich sehr interessant gefunden, dass man da auch, wo es kein Preisgeld gibt, was ich eigentlich cool finde, weil dadurch ist Fairplay fast garantiert und es gibt keine Verlockung für Leute, die jetzt irgendwie da das große Geld sehen. Ja, man kann im Prinzip, wenn man Geschichte zu erzählen hat, kann man das machen. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man durch sportliche Leistungen einen Bekanntheitsgrad kriegt. Aber das ist ja sogar heute gar nicht mehr nötig. Du kannst ja über Social Media irrsinnig groß bekannt und dir eine Community aufbauen. Das sind tragischerweise zwei ganz verschiedene Zugänge. Ja. Irgendwie gehört halt dieses Social Media und das Posten und so weiter, ist ein Teil vom Job, das gehört dazu. Aber da sieht man da nicht den Unterschied, wie jemand bekannt und berühmt werden und sucht irgendwelche Wege, um das zu bewerkstelligen und genießt dann seinen Ruhm oder will jemand einfach den Sport erleben und ein bisschen Bekanntheit kommt dann halt irgendwie mit, obwohl das niemals das Ziel war. Ja, ich weiß nicht, beim Ultralaufen ist jetzt teilweise schon so, also es gab ja die längste Zeit auch irgendwie nie großartige der Preisgeld oder sowas, aber ich habe das Gefühl, also der Ultralaufsport zumindest ist gerade so in einer Phase, wo das irgendwie so anfängt. Also ich kenne mich jetzt im Ultraradfahren nicht ganz so gut aus, aber wie ist das da so ein bisschen, um das ein bisschen zu vergleichen? Das ist, also du hast gesagt, es gibt noch gar kein Preisgeld. Ist das irgendwie in Aussicht oder ist man da noch quasi so oldschool unterwegs und sagt, man will das gar nicht, aber will die Reinheit des Sports irgendwie behalten? Ich habe keine Ahnung, was die Veranstalter sich da bedenken, aber es ist eher umgekehrt, dass es früher teilweise Preisgeld gegeben hat und jetzt nicht mehr. Also zum Beispiel beim Glocknerman und beim Race Across the Alps, das war so 2007 bin ich da mitgefahren, bei beiden. Unter anderem, ich bin ein paar Mal öfter mitgefahren, aber damals hat es eben noch für den Sieger 3.000 Euro gegeben und für den zweiten 2.000 und für den dritten 1.000 und du bist zumindest, wenn du gewonnen hast, ist ein bisschen was übrig geblieben, wenn du zumindest Dritter warst, dann hast du zumindest deine Ausgaben decken können für Anreise und Übernachtung und Betreuerteam und so. Aber das hat sich jetzt dann irgendwie aufgehört. Zumindest beim Glocknerman gibt es nichts mehr, beim Race Across the Alps weiß ich es gar nicht. Und ich glaube sogar, dass der Wolfgang Fasching einmal beim Race Across America ein bisschen Preisgeld bekommen hat. Da waren zumindest ein paar Flugtickets erinnern für den Sieg, aber dadurch halt, ja, die Rennen einfach, es gibt nicht so viele Teilnehmer, gibt nicht so viele Einnahmen für einen Veranstalter, es stellt sich gar nicht die Frage, ob es da Preisgeld gibt oder nicht, weil es ist einfach nicht genügend Geld vorhanden. Und für die Teilnehmer ist es halt so, dass da jeder für sich im Prinzip verantwortlich ist, wie er das finanziert, ob er für sich selbst Sponsoren finden kann, ob er sein eigenes Sportes einsteckt, es gibt heutzutage schon immer öfter Crowdfunding-Geschichten, dass da halt irgendwie so versucht wird, das zu finanzieren. Und ja, ich glaube, wenn das da nicht gut läuft, bei mir ist es so, dass das mit den Sponsorengeldern gut hinhaut, dass ich da eine gewisse Botschaft auch transportieren kann und dann, wenn es richtig gut läuft und ich nicht mit dem Geld um mich werfe, dann bleibt am Ende des Jahres ein bisschen was über davon. Nee, wir haben ja mit dem Preisfreund auch schon gesprochen, der
ähnlich gepolt ist. Und der hat auch gesagt, es RAM, also unter fünfstellig brauchst du nicht einmal dran denken. Also was du mal als quasi als Einsatz bringst, weil du brauchst so und so viel Betreuer dabei, du musst dein Zeug von A nach B bringen. Also natürlich als Europäer nach Amerika ist immer schwieriger, wenn ich schon dort bin. Aber so mit 500 Euro oder so spürst du nichts. Nein, ich wollte gerade sagen, fünfstellig ist ein großer Bereich. Ich meine, du gehst von 10.000 bis 99.000. Ja, aber er hat gesagt, so 10 bis 20.000 Euro musst halt schon mal in den Topf werfen, damit du irgendwie ein sinnvolles Setup hinkriegst. Boah, das ist extrem sparsam. weil man hat 11 Betreuer mit normalerweise oder so 9 bis 11 Betreuer und du bist schon mal mit den Flugtickets bei 10.000. Wenn ein Flug so 900 bis 1.000 Euro kostet, dann hast du mal dein Betreuerteam am Start, hast noch kein Auto, hast noch keine Unterkunft, hast noch keine Ausrüstung, keine Verpflegung, kein Mietauto, kein Benzin zum Tanken, also puh. Ich würde so eher 30 bis 40 rechnen, wobei ich natürlich auch eine Variante mache, wo wir ein Wohnmobil und 2 Autos haben, 11 Betreuer und auch Fotograf und Kameramann, und die das halt natürlich auch dokumentieren, weil sonst ist für Medien und Sponsoren natürlich nichts vorhanden, was man irgendwie verwenden kann. Und auch für mich, für meine Vorträge, braucht man natürlich gut dokumentiertes Material. Und ja, da wird es dann natürlich ein bisschen intensiver, wenn man jetzt sagt, man macht die Minimalvariante ohne größeres Team, man kann mit 2 Begleitautos fahren, wo sich dann eben die Crew abwechselt und nur 7 betreuern, aber dann wird es mit 10.000 trotzdem nicht gehen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, dass diesen Sport generell ein bisschen am großen Wachstum hindert, weil halt doch der Einsatz sehr hoch ist und das immer wieder nur für wenige Leute umzusetzen ist und vor allem auch nicht viele Jahre hintereinander. Da bin ich sehr dankbar, dass das bei mir so gut geht, aber für viele ist das halt wirklich so jahrelanges Vorbereiten, Budget quasi zu sammeln, damit man es dann einmal fahren kann. Ja, dann hast du einen One-Shot und wenn du es dann nicht gewinnst quasi, dann warst du es wieder. Dann hast du es halt einmal gemacht und am schlimmsten ist, wenn du dann halt am zweiten Tag aussteigst, weißt du, morgen weh hast. Genau, aber man muss jetzt schon dazu sagen, das Race Across America ist natürlich sehr prestigeträchtig und wirklich auch, ja, das ist halt einfach das Langstreckenrennen schlechthin, aber eine Race Around Austria zum Beispiel ist unglaublich gut organisiert, hat eine Wahnsinnsstimmung, hat mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert und ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also für die Herausforderung und fürs Erlebnis kann man das ja wirklich nur betonen, dass das ein unglaublich schönes Rennen ist und das kostet halt fast nichts, weil du fährst du von daheim weg, die Leute, dein Betreuerteam ist wahrscheinlich auch aus Österreich zum Beispiel oder aus Deutschland, ganz egal, jedenfalls hast du da kaum Kosten im Vergleich zum RAM, du musst halt 4 Tage unterwegs sein und ein bisschen was zum Essen und ein paar Mal tanken, ja. Ansonsten brauchst du jetzt nicht unglaublich viel Geld. Nein, aber das ist natürlich sicher ein Riesenunterschied zwischen Langlaufen und Langradlfahren. Ich glaube, das ist einfach der Betreuerstab und der Materialeinsatz. Weil das Teuerste, was ich weiß jetzt nicht genau, Flo, was ist bei dir in deiner Ausrüstung beim UTMB das teuerste Teil? Wahrscheinlich meine Uhr. Die kostet 600 Euro. Ja. Bei mir war es auch die Uhr, glaube ich, und nachher die Stöcke oder die Schuhe oder in die Richtung, da bist du überall nieder dreistellig unterwegs. Nee, aber halt mit dem Unterschied wahrscheinlich, dass die Uhr jetzt so semen Unterschied macht, wie gut ich das laufe. Genau, das also ist eigentlich wurscht. Ich meine, ich habe gerne meine Uhr und ich habe gerne die Features meiner Uhr, aber sie macht mich trotzdem nicht zu einem Top-Ten-Läufer. Ja. Was beim Radl halt dann schon wieder anders ist, weil da kannst du halt schon... Man hat in einer der letzten Folgen deines Podcasts, wo es um die Aero-Position ging und was du nicht alles machen kannst und wo es nicht irgendwie wie sparst und sitzt und da kannst du halt irgendwie mit Einsatz und dann mit richtigen Komponenten halt schon wahnsinnig viel rausholen und die notwendigen Watt rausholen, dass dann eben, so wie du dann, 1000 Kilometer oder 1026 Kilometer in 24 Stunden schaffst. Jetzt nicht ich, aber du halt, der halt die Voraussetzung dafür hat. Ja, absolut, genau. Und es ist ja bei den langen Radlrennen mittlerweile fast überall so, dass die Teilnehmer 2 verschiedene Radeln haben. Also das hat sich jetzt echt schon sehr etabliert.
Du hast ein leichtes, sagen wir mal, Rennradl für die Bergpassagen, wo du halt Höhenmeter machst, wo das Gewicht wichtig ist, also wenig Gewicht halt. Und dann hast du natürlich für die Flachpassagen eins, das wirklich aerodynamisch gut ist, also sprich ein Triathlon oder Zeitfahrradl. Und wie wir wissen, ist ja so ein schönes, gutes Carbonrad, was heutzutage irgendwie jeder haben möchert. Ja, du bist auch bald bei 10.000 und wenn's halt, ich sage immer, mir fragen oft Leute, wie viel meine Ausrüstung kostet und die sag, wenn du gut fährst, dann kriegst du das gratis gesponsert. Aber es ist halt, ja, die meisten werden es kaufen und dann bist du halt pro Radl bei 10.000 und das musst du da auch mal auslegen. Also das und, dann, ist, und wahrscheinlich brauchst du dann eigentlich, wenn du ein Triathlon-Radl hast, brauchst du ja zwei, weil du hast eins, auf dem du fährst und eigentlich das gleiche Radl nur mit dem Wohnmobil, weil irgendwas davon könnte hin werden. Und eigentlich brauchst du einfach das ganze Radl noch einmal. Ja, genau, das sind dann halt wirklich so die Unterschiede, wenn du sagst, du fährst jetzt nicht schneller, wenn du ein drittes Radl mit hast, aber im Falle des Falles kannst du halt irrsinnig schnell umsteigen oder du bist halt einfach pannensicher, weil im Prinzip ist das Langstreckenradlfahren jetzt schon Fehlervermeidungssport, weil du wirst nie ein perfektes Rennen haben, du wirst nie perfektes Wetter haben, es wird nie alles so laufen wie geplant und es passieren immer fort Dinge, mit denen man nicht glücklich ist. Kann beim Auto eine Panne sein, kann ein Reifenschaden sein, kann bei uns ist schon mal im Wohnmobil die Klimaanlage ausgefallen, Reifenplatzer, Lichtanlage ausgefallen, dann musst du unterwegs in die Werkstatt fahren oder reparieren und da macht es dann zum Beispiel so kleine Tricks wie Reservereifen griffbereit haben oder vielleicht einen zweiten Reservereifen mit haben, das nötige Werkzeug, natürlich auch beim Radl ein drittes, damit du schnell wechseln kannst und wirklich was Gröberes passiert. Das sind halt Dinge, die du hoffentlich nie brauchst, aber wenn wirklich was schief geht, dann kannst du quasi ohne viel Zeitverlust weiterfahren. Und wenn du jetzt halt auf Minimalbudget unterwegs bist, dann würde dich so ein Fehler halt aufhalten oder so ein Defekt quasi Zeit kosten. Wenn zum Beispiel der Fahrer selber am Radl herumschrauben versucht, soll ja schon vorkommen sein, was man so hört. Ja, das muss ich zum Glück nicht tun, weil das wäre eine Katastrophe. Das ist nicht so eine ganz große Stärke. da ist es gut, wenn man im Team jemanden dabei hat, der mechanisch die sein Handwerk versteht. Was natürlich sein kann, dass der gerade im Wohnmobil liegt und schläft, weil er Pause macht und dann ist der andere Betreuer nur da, der auch keine Ahnung hat. Also auch da ist es gut, wenn man mehr Leute dabei hat, die Mechaniker sein könnten. Das ist dann der dritte Ersatzmechaniker, der einfach nur im Wohnmobil dasteht und wenn er gerufen wird, dann muss er schnell schrauben. Ja. Aber das ist ja im Ultralaufsport eigentlich auch so. Problem lösen, es sind dann andere Probleme, die du hast. Das sind die Klassiker, sind halt irgendwie Fuß, also Blasen oder so, irgendwie oder Essen, Magen. Nein, das gibt es im Ultralaufsport auch. Aber es ist im Endeffekt, Ultrasport ist ein Problemlösungssport. Wer die meisten Probleme so schnell wie möglich löst, der kommt dann irgendwie auch für seine Verhältnisse am schnellsten ins Ziel. Und nebst dem ist ja vor allem, und das ist ja ein Ding, mit dem ich gerade strauche, also so ein bisschen für dich vielleicht, so, warum ich das jetzt auch gerade so frage und spannend finde, eines der größten Ultralauf-Events ist der Ultra Trail de Mont Blanc. Der ist 170 Kilometer lang mit 10.000 Höhenmeter. Geht quasi einmal um den Mont Blanc herum, das ist so ein Weitwanderweg. Ich kenne es. Jahr habe ich den also probiert, ja. Und bin bei 112 Kilometer ein bisschen eingegangen und habe dann aufgehört. Ich glaube auch vor allem mental. Und jetzt würde mich halt interessieren, ich meine, sowas wie den Ram in unter 8 Tagen, das gewinnst natürlich auch mit dass du gut trainiert bist, aber es gewinnst halt auch vor allem im Kopf. Weil, was man dann so liest auf den ganzen Berichten, du schlafst ja auch nicht viel. Und das ist ja dann gibt es halt die ganzen Horrorgeschichten mit, man setzt sich aufs Rad eine halbe Stunde später, im Fahren wachst dann irgendwie auf und sagst, ah, jetzt bin ich wach, wo bin ich eigentlich? Das ist eine Geschichte. Wie geht man das irgendwie vor? Wie bereitet man sich da mental vor und wie druckt man das irgendwie durch? Man muss es nicht so machen, das ist einmal das Erste. Also es gibt ja Teilnehmer, die das sehr smart angehen und wenn du da ausrechnest, das sind ca. 4.800 bis 4.900 Kilometer und du hast Karenzzeit 12 Tage. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest das einmal mitfahren, um zu finishen, musst du unter Anführungszeichen nur 400 Kilometer pro Tag fahren. Und da geht es dann schon aus, dass du 5-6 Stunden Pause machst oder so oder mal in ein Hotelzimmer eincheckst für ein paar Stunden zum Schlafen gehen. Aber wenn du natürlich die 8 Tage anpeilst, sprich, du möchtest gewinnen,
dann reduziert sich halt die Zeit, die du in Schlafpausen quasi unter Anführungszeichen liegen lässt, auf circa eher 50 Minuten bis eine Stunde pro Nacht. Und du musst jetzt sehr viel planen, das musst du sowieso immer, und der Plan geht da natürlich nicht auf, das ist auch klar, aber man braucht einen Plan irgendwie trotzdem als Basis. Und ja, das im Kopf kommt natürlich, du hast ja ganzes Jahr ein Training vor dir und du trainierst natürlich, wenn du körperlich trainierst, den Kopf immer mit, weil du brauchst schon mal sehr viel Motivation im Vorfeld, damit du überhaupt das Training schaffst. Und im Endeffekt ist es dann so, dass eine starke Psyche sagt dir natürlich, warum mache ich das, warum tue ich mir das an und fahre ich überhaupt weiter. Aber wie schnell du fährst, sagt schlussendlich trotzdem der Körper. Das heißt, die körperliche Fitness ist ganz, ganz wesentlich. Und solange du körperlich gut drauf bist, wirst du im Kopf wenig Probleme haben. Erst wenn du körperlich richtig eingehst, dann wird es spannend, was dein Kopf dazu sagt. Und ja, ich meine, natürlich gibt's Techniken, so Mentaltraining und dass man sich vielleicht schneller entspannen kann, dass du in der ersten, zweiten Schlafpause wirklich auch zur Ruhe kommst und wirklich schlafen kannst und dich nicht hinlegst und dann eigentlich zwar todmüde bist, aber nicht einschlafen kannst. Trotzdem ist es halt in meinem Fall auch der große Unterschied zu unsupported Radrennen, die es ja auch gibt über solche Distanzen, wo du dann ähnlich wie das bei euch ist, allein unterwegs bist, habe ich mein Team dabei und du hast halt wirklich so die Vertrauensbasis, das eingespielte Team, jeder im Team weiß, wie die Strategie ist, was zu tun ist, welche Handgriffe zu tun sind, dass man Zeit spart und ich kann halt da wirklich sehr viel abgeben. Und ganz blöde Frage, was mir gerade einfällt. Radeln ist ja Fahrt. Also oft, ja. beim Laufen, gerade wenn du am Trail unterwegs bist, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär, das ist auch kein Formel-1-Rennen, aber zumindest musst du ein bisschen auf deine Füße schauen, damit du nicht umknäkelst, herfallst, irgendwo runterfallst, keine Ahnung. Aber wenn du auf einer Straße, die möglichst auch noch gerade durch Amerika geht, oder die Anzahl der Kurven halt überschaubar ist, dann ist das jetzt dann nicht die spektakulärste Sportart, das du machen kannst für den Kopf. Was machst du während dem Radeln? Also, was tust du, so Doku lösen im Kopf oder Schach spielen oder weiß ich nicht? Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Also, Sudoku lösen wäre noch, da sind wir schon fast durch. Also, ich kriege tatsächlich manchmal so Rechenaufgaben, Kopfrechenaufgaben, Telefonnummern merken, Telefonnummern von vorne und von hinten irgendwie wieder aufsagen, aber man kann uns eigentlich auf das oberbrechen, dass das mit dem wenig Schlafen in Kombination mit der Monotonie wirklich gut erträglich wird durch die Funkgeräte, die wir haben und durch das fülle Blätzchenreden mit meinen Betreuer. Also ihr müsst euch das vorstellen, man ist da mit seinen teilweise besten Freund oder mit richtig guten Leuten unterwegs und ich sage immer, eins meiner Kriterien für meine Betreuer, die dann mit dabei sind, ist natürlich, sie müssen gut sein, also Mechanikerfähigkeiten, dann brauchst du einen Physiotherapeuten, einen Spurtarzt, einen Doktor, der aufpasst und für den Fall der Fälle eben da ist, falls was passiert, aber es müssen alle zusammen auch richtig lustig sein und schlagfertig und viel Schaß reden können, weil sonst wird es einfach fad. Und dann hast du in der Nacht halt ein Programm aus Musik, aus Quizlösen, aus dumme Gespräche, aus ja Reden über die anderen Radlfahrer. Es gibt ja oft sehr, sehr schräge Typen, die bei sowas mitmachen, die durchaus amüsant sind in ihrer Gesamt. Ein bisschen lästern einfach zwischendurch. Ja, also Menschen, die auf Klapprädern beim Gottl fahren zum Beispiel. Na, die waren sehr cool. Die waren wirklich ausgesprochen cool. Die waren sehr, sehr geil. Nein, aber es gibt natürlich viel Gesprächsstoff innerhalb der Szene, gell? Und dann kann man sich natürlich selbst ein bisschen am Schmäh haben. Also unterm Strich kann man sagen, umso besser die Stimmung ist, umso lustiger es ist, umso leichter ist auch das Munterbleiben. Und das Gefühl von allein auf einer geraden Straße tagelang dahinfahren, das habe ich eigentlich nie. Und auch das, was denkt man sich, wenn man jetzt 8 Tage am Radl sitzt? Diese Frage ist eigentlich auch insofern beantwortet, dass ich sage, am besten denkst gar nichts, weil wenn du zum Denken anfängst, wird es eh schwierig. Also trotzdem versuche ich immer so im Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, nicht Angst haben vor dem, was kommt, auch nicht zu viel Vorfreude, sondern wirklich halt jetzt den Moment
erleben, so gut es geht. Und ja, so gut wie es geht, halt an Spaß sich machen, wenn es rundherum nicht so viel Interessantes zu sehen gibt. Hast du bei so einem langen Rennen, wenn es jetzt 8 Tage sind oder 9 Tage, bei einem Traillauf hast du normalerweise, also wenn es jetzt ein Wettkampf ist, ist es, du hast alle 10 Kilometer, 15 Kilometer, 20 Kilometer eine Labestation und das heißt ja oft, lebe von Labe zu Labestation. Also sprich, denk nicht dran, wie lang das es überhaupt noch ist, sondern das nächste Ziel ist das nächste Mal essen, zum Beispiel. Wenn du jetzt 8 Tage durchfährst, ohne eine fixe Labestation, denkst du an die komplette Distanz oder hast du dann auch im Kopf oder auf der Map oder wie auch immer irgendwie Punkte, wo du sagst, jetzt fahren wir mal nach sowieso, dann fahren wir mal nach sowieso, dann auf der linken Seite war dieses Motel, das habe ich letztes Mal schon lustig gefunden, keine Ahnung, irgendwas. Es ist genau so, wie du sagst, wir haben nicht Ladestationen, aber wir haben Time Stations und das war früher, also wirklich jetzt mal so kurz in die Historie des Race Across America, da war die Regelung, du musst bei jeder Time Station telefonieren mit dem Headquarter und sagen, der Strasser ist jetzt um 20.16 Uhr da durchgefahren und dann wird das notiert und wird am Leaderboard quasi niedergeschrieben. Und MMS schicken oder Fax. Und es war wirklich so, also da kann der Wolfgang Fasching noch Geschichten erzählen, teilweise da hat es noch keine Handys gegeben und dann wirklich so Telefonzellen oder Tankstellen, wo du halt vom Festnetz dort anrufst beim Headquarter und das war wirklich eine Challenge und diese Timestations gibt es heute noch immer, so im ganz grobe sind 50 Timestations, also sagen wir jetzt alle 100 Kilometer circa, also alle 3, 4, 5 Stunden oder so kommt man bei so einer durch. Heutzutage rufst du mit dem Handy an und das ist eigentlich auch schon ja Beschäftigungstherapie nochmal für das Betreuerteam, weil in Wirklichkeit hast du jetzt schon ein GPS montiert und die Rennleitung sieht genau, wer wo unterwegs ist. Aber trotzdem, diese Timestations, das sind halt irgendeine verlassenen Tankstellen oder irgendein abgefucktes, alleinstehendes Haus mitten in der Pampa. Du bist kein Mensch, du fährst einfach vorbei und du bleibst auch nicht stehen. Aber halt, so wie du sagst, für den Kopf ist das halt so ein Zwischenziel. Du fährst zur nächsten Timestation, dann kriegst du wieder die aktuellen Zwischenstände. Du weißt, du hast jetzt wieder 100 Kilometer geschafft und da kann man sich dann halt im Kopf so diese kleinen Zwischenziele immer setzen. Und dadurch es bei uns keine Labestationen gibt, meine Labestation, das Betreuerauto ist ja dann immer bei mir oder fast immer. Die müssen natürlich auch hin und wieder stehen bleiben, auftanken oder mal Klopause machen. Aber wir haben dann halt auch so, alle halbe Stunde gibt es was zum Trinken, alle 20 Minuten gibt es eine Flüssignahrung, dann gibt es einmal 10 Putzen und Mundwasser und ein bisschen Hygiene und Sonnenspray und du hast einmal so deine 10, 20 Minuten, wo du weißt, dann passiert wieder was. Bleibst du da stehen oder machst du das quasi alles quasi während des Fahrens? Also 10 Putzen wahrscheinlich nicht, aber ist da Essen, Trinken? Alles während dem Fahren. Wahrscheinlich gar nicht. 10 Putzen geht auch während dem Fahren. Das ist sogar ganz, ganz cool, weil du hast dann ein bisschen eine Challenge und was dir da vergeht die Zeit und es ist jetzt ja nicht, wir machen kein Zähneputzen, wenn wir beim Race 100 austreten, Großglockner runterfahren. Aber wenn du jetzt in Kansas 500 Kilometer gerade ausfährst, da kannst du schon einmal die Zahnbürsten in den Mund stecken und hast trotzdem noch Kontrolle übers Rad. Ich stell mir gerade vor, dass ich die Großglocknerstraße runterfahre und plötzlich überholt mich ein Zähneputzen der Straße am Rad und vielleicht noch mit der elektrischen Zahnbürste, weil die besser für die Mundhygiene ist. Zahnseide. Ja. Genau. Am besten er fragt immer bei und sagt, Entschuldigung, hast du Zahnseiden mit? Aber ich sehe, Peter, wir müssen unsere Läufe einfach viel unterhaltsamer gestalten. Wir telefonieren nicht miteinander, wir lösen keine Rätsel, während Moment, wir laufen. Wir telefonieren schon in unseren WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja, aber das ist anscheinend nicht so entertaining wie währenddessen telefonieren und du stellst mir Fragen oder so. Oder ich stelle dir Fragen und ich muss mir Telefonnummern merken und vielleicht hätte ich dann eine Note im B geschafft. Beim Glockner Ultra haben wir miteinander telefoniert. Ja, aber also da war du zumindest. Da warst du schon mal, ja, das ist richtig. Das ist auch eine andere Geschichte. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, komplett ohne Kommunikation sowas zu machen? Das muss ja unglaublich schwierig sein. Weil ich sage immer, das Race Across America gibt es seit 1982 und da hat es noch keine Funkgeräte gegeben, keine Handys und da haben die Radlfahrer wirklich in der Nacht
komplett allein am Radl das durchdrucken müssen. Das Auto war dahinter, aber du hast keine Möglichkeit gehabt, miteinander zu reden oder so, oder nur ganz wenig, weil das Auto dafür nur eine Minute pro Viertelstunde neben dir fahren, dass du da durchs offene Fenster quatscht. Und heute hast du halt quasi Headsets, Funkgeräte, Handy, Freisprechanlage. Du kannst theoretisch rund um die Uhr mit jemandem reden. Das macht es halt viel, viel leichter, munter zu bleiben. Ich kann es mir vorstellen, aber nur deshalb. Kommt drauf an, wie das Auto ausgerüstet ist. Also beim Laufen kann ich es mir vorstellen. Weil beim Laufen ist im Endeffekt so. Also wenn du durch die Ultras, die durch die Nacht gehen, also bei den Größeren hast du dann zwar immer Leute um dich, aber ich weiß nicht, die letzten Male bin ich auch nicht wirklich ins Reden gekommen, und wenn du da müde bist, habe ich da meistens auch jetzt nicht so Bock damit, irgendwem zu reden. Aber das ist teilweise sogar auch der Grund, warum ich das irgendwie mache, damit ich mit keinem reden muss. Weil wenn du dann irgendwie in den Bergen oben verlassen, quasi nur die Stirnlampe, das kleine Lichtkegel vor dir bist, dann zählt irgendwie nichts anderes. Es gibt quasi die Welt draußen nicht. Es gibt keine Alltagsprobleme, es gibt keine, was auch immer. Es gibt nur Essen, Trinken, Bewegen und schauen, dass sich der Magen nicht umdreht. Das sind die einzigen Sorgen, die du hast. Ja, das ist für mich schon der Appeal. Du bist da anders, weil du willst so Dinge wie der Natur zuhören oder irgendeinen Schwachsinn. Ich habe auch keine Kopfhörer. Im Training, schon, aber beim Rennen mag ich das überhaupt nicht, Kopfhörer drin zu haben. Und bei mir ist es, also erster Tod, den ich sterben kann, ist keine Kopfhörer mit haben. Also ich könnte mir das schon vorstellen, mehrere Tage, ohne dass ich jetzt Technik mit habe, wenn das Auto hinter mir zumindest ein großes Megafon oben hat und mir mit Musik zuballert die ganze Zeit. Also ohne Musik wird es bei mir echt schwierig. Also schon ab 5 Stunden. Ich glaube halt, der Unterschied beim Laufen, ist noch so ein bisschen, dass wir halt bei den meisten immer Labestationen haben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du müsstest das quasi die ganze Strecke alleine machen, glaube ich, geht's nicht. Gibt sicher Leute, die das auch können, unsupported, aber das ist dann schon der ganz äußere Rand der Verrückten. Ja, wobei also das längste, was ich unsupported gemacht habe, waren 11 Stunden, glaube ich, oder so irgendwas. Also Kremstal. Ja. Da habe ich einmal mit dem Basti telefoniert, weil er mich angerufen hat. Aber und der Amazon-Mann hat mich angerufen. Der war bei mir daheim und wollte wissen, wo es Backe aufregt. Mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Aber so grundsätzlich. So Alltagsprobleme außen vor lassen, verstehe ich natürlich viel. Ich telefoniere jetzt auch nicht mit der Steuerberaterin oder ich kümmere mich ums Rosenmähen im Garten. Also das lassen wir draußen. Aber wir reden dann halt schon viel übers, oder eigentlich ausschließlich über alles, was irgendwie zum Rennen gehört und wie es den anderen geht und wie sich das Rennen so entwickelt. Es kommt ja dann noch ein Faktor dazu. Beim RAM reden wir dann wirklich Schlafentzug. Ab Tag 4, 5, 6, das ist dann halt wirklich, wirklich, wirklich katastrophal. Also da geht's da echt nicht mehr gut. In gewissen Phasen, tagsüber meistens, einigermaßen okay. Also du hast immer wieder Phasen, wo es total gut geht. Du bist klar im Kopf, du bist frisch, du bist gut gelaunt. Aber ganz oft gibt's dann Phasen, wo du einfach eben, so wie du vorher gesagt hast, verwirrt bist. Du kennst dich nicht mehr aus, du weißt nicht mehr, dass du am Radl sitzt, du weißt nicht mehr, was ein Radlrennen ist, warum es wichtig ist, jetzt mit dem Radl da ins Ziel zu fahren. Du glaubst, du fährst im Kreis, fährst immer den gleichen Anstieg hoch, kennst alles Leid nicht mehr. Da gibt es schon ganz arge Phasen und da brauchst du einfach wen zum Reden. Du wirst sonst komplett irre in solchen Phasen. Und die ersten 4 Tage beim Race Across America sind ja auch so vom Reglement her. Tagsüber fällt da nämlich das Betreuerteam weg. Die dürfen erst in der zweiten Hälfte bei dir sein, rund um die Uhr. In der ersten Hälfte des Rennens nur 12 Stunden in der Nacht. Und 12 Stunden am Tag fährst du quasi auch allein. Das heißt, von 7 bis 19 Uhr sind sie in der Nähe, aber sie müssen immer vorausfahren, am Streckenrand parken, dann kriegst du im Vorbeifahren eine Trinkflaschen und dann dürfen sie irgendwann später wieder nachkommen. Aber da geht es ja darum, den Verkehr nicht zu behindern, keinen Stau zu verursachen. Wobei, ich frage mich immer, du fährst durch die Wüste in Arizona,
alle 3 Stunden kommt ein Auto durch und du darfst nicht betreuen, weil man einen Stau verursachen tät. Das ist ein bisschen absurd. Aber es ist wie beim Dings, beim Badwater Ultra ist es ja genau das Gleiche. Also das, was ja, weiß ich nicht, 200 irgendwas Kilometer laufen und die Betreuer müssen auch vorfahren. Dann gibt es ganz definierte Bannenbuchten quasi, wo sie stehen bleiben dürfen und dann müssen sie wieder warten und dann überholen sie wieder und da ist halt auch nichts außer Sound und Hass. Genau, und ich glaube, die gleichen Regeln, ganz der gleiche Beweggrund, da gibt es einfach auch von den Behörden her die Auflagen, der Verkehr ist heilig, was der LKW-Fahrer in USA ist wie die Kur in Indien, also die darfst du nicht stören, die müssen da ungehindert quasi bleiben und erst dann in der zweiten Hälfte des Rennens wird dann wieder Sicherheitsaspekt immer wichtiger, weil natürlich die Radlfahrer dann schon ein bisschen mehr, ja, zu kämpfen haben im Straßenverkehr, da darf dann das Auto auch tagsüber bei dir sein. Und wie viel Platz brauchst du dann überhaupt? Also am Anfang wirst du noch relativ gut seitlich diesen weißen Streifen erwischen, aber ab dem dritten Tag, also brauchst du dann beide Spuren? Nein, um Gottes Willen, das wäre ein Grund zum sofort stehen bleiben. Also wenn das irgendwie ich selber nicht mehr einschätzen kann, aber wenn das wer andere sieht, dass ich da wirklich dann Schlangenlinie fahre, dann ist sofort Stopp. Also Sicherheit geht da schon vor. Aber so weit kommt es eigentlich selten. Ich muss aber schon sagen, so der dritte, vierte Tag sind ziemlich hart, weil da nämlich tagsüber das Schlafdefizit schon so groß ist, und du hast halt niemanden, der da außer hilft. Und ab dem fünften, sechsten Tag geht's dann tagsüber wieder deutlich besser, weil du hast rund um die Uhr wen, der da ist, mit dem du reden kannst, oder du hast einfach auch die Sicherheit, du wirst von hinten beschützt, das kann dich kein LKW erwischen, weil hinter dir fährt das Auto mit der Warnblinkanlage. Und ja, wie sind da die Straßenverkehrsteilnehmer eigentlich grundsätzlich? Sind die rücksichtsvoll oder fahren die so wie auf der B6 oder B8 in Niederösterreich einfach 40 cm neben dir mit einem 90er vorbei? Mindestens. Also mindestens so schlimm. Es kommt halt noch eins dazu, in USA kennt kein Mensch einen Radlfahrer, da fährt keine Sau mit dem Radl. Das heißt, es kann uns da passieren, dass der LKW-Fahrer, der mit einem 100er 40 Kilometer an dir vorbeifährt, zum ersten Mal in seinem Leben einen Radlfahrer sieht. Und er kann natürlich nicht einschätzen, wie geht's dem, wie viel Platz braucht er, könnte das für ihn vielleicht gefährlich sein. Das sind halt so die anderen Seiten. Der Luft ist ja nicht so ohne. Nein, also wenn nimmt dir einer mit einem 100er vorbeiknallt. Das ist alles wirklich gefährlich und das, wo ich mir oft denke, das ist für mich ein Grund, wo ich wirklich überlege, nimm mich teil oder nimm mich nicht teil, weil du hast schon immer ein gewisses Risiko im Straßenverkehr. Das kann man nicht abstreiten, ja. Was mich jetzt besonders interessiert, wieder mal aus eigenen Beweggründen, also beim UTMB ist die zweite Nacht, irgendwie sagt man, die Krux, und das ist die auch mental nicht so ganz durchgedrückt habe. Mittlerweile kennst du das ja schon, dass so Dinge wie das RAM und weißt, wie sich dritter, vierter Tag und so anfühlen. Aber so an dein erstes RAM zurückdenkend, man hört auch nicht, aber wie bereitest du dich davor irgendwie mental auf das Ganze vor? Baust du dann irgendwie das Mentaltraining oder das irgendwie auch in dein Training ein? Oder sagst du, das ist Erfahrung, die man einfach sammeln muss und da muss man sich irgendwie langsam hintasten und das mal überwinden? Irgendwie ist es eine Mischung aus beiden. Du kannst dich natürlich wesentlich besser darauf vorbereiten, mental auch, wenn du das schon mal erlebt hast, weil ansonsten ist ja das alles im Prinzip nur eine Annahme. Wie könnte es sein und wie werde ich dann damit umgehen? Wenn du das schon mindestens einmal erlebt hast, dann weißt du, wie es wirklich ist und kannst das natürlich im Vorfeld einfach besser durchspülen. Das Problem ist halt mit dem wenig Schlafen, dass man das Trainieren eigentlich gar nicht kann. Das heißt, du kannst Erfahrung sammeln, du kannst da so Tools zurechtrichten, was machen wir, wenn die Müdigkeit kommt, wie gehe ich damit um, wie kann ich vielleicht früh genug erkennen und schon ein bisschen gegensteuern, so Stichwort Koffein oder halt auch im richtigen Moment, nicht erst dann, wenn da die Augen zufallen, sondern so eine Stunde vorher zum Beispiel. Ja, das heißt, Mentaltraining ist gut, aber ist natürlich am besten dann, wenn du das schon einmal erlebt hast, du weißt dann genau, wie es werden wird und wenig schlafen im Training oder in der Nacht trainieren, davon halte ich persönlich nichts, weil es macht im Prinzip deinen Biorhythmus kaputt. Du willst ja leistungsfähiger werden im Training und wenn du jetzt da in der Nacht trainierst und wenig schlafst und eine zweite Trainingseinheit nachlegst mit wenig Schlaf dazwischen, dann wirst du eigentlich müde und ausgelaugt und
machst dich ein bisschen, ruinierst dich ein bisschen. Ja. Das heißt, gut ausgeschlafen am Start stehen und dann ohne Ängste da reingehen und wissen, dass das gut gehen wird oder darauf vertrauen. Das ist irgendwie so eine Herangehensweise. Aber so wie ich das jetzt raushöre, schon noch ein bisschen, also so weit es natürlich geht, Mentaltraining halt einbauen und irgendwie versuchen dann zumindest für sich überlegen, was passieren könnte und dann halt auch irgendwie, was man dagegen tun könnte. Das ist schon so, ich meine, Mike Tyson hat immer gesagt, jeder hat einen Plan, bis er zum ersten Mal einen ins Gesicht bekommt. Ja, aber halt versuchen halt so viel wie möglich durchdenken und dann halt durch Erfahrung weiß man halt besser, was passieren kann und wie man drauf reagiert. Aber du kannst da halt im Vorfeld schon gut überlegen, wenn du einen ins Gesicht kriegst, wie geht's dann weiter? Und du darfst natürlich nicht davon ausgehen, dass du da unbeschadet durchfährst. Du musst da schon im Vorfeld halt, sagen wir mal, so die Unerwünschten, die Ungünstigen, die geschissenen, sag ich jetzt einmal, Szenarien durchdenken. Was tust du, wenn du Blasen am Fuß hast? Was tust du, wenn der Schuh kaputt wird? Was tust du, wenn du nichts mehr essen kannst? Wie wird das sein? Und halt in deinen Gedanken einfach auch mal dich in die Situation reinversetzen und schon halt Lösungen erarbeiten und dann parat haben, dass du wirklich quasi für alle möglichen Worst-Case-Szenarios einfach im Kopf schon im Vorfeld weißt, was du dann tun wirst. Dass man trotzdem improvisieren muss, weil man kann natürlich nicht jedes Problem vorher erahnen oder sich darauf vorbereiten, ist auch klar. Aber quasi komplett naiv einigen, glauben, alles wird gut, ich werde Spaß haben, ich werde da fit im Ziel ankommen, das ist halt ein Schwachsinn. Also jeder, der, glaube ich, bei einem 8-Tage-Rennen reingeht und denkt, ich werde Spaß haben, hat ganz andere Probleme an einer ganz anderen Stelle. Gibt's wirklich jede Menge. Und mir fällt auf, ich meine, wir sind jetzt da drei Männer, mir fällt auf, dass das gerade bei Männern sehr verbreitet ist. Die haben halt oft ein richtig starkes Ego und ich bin so super und was soll passieren und das machen wir schon und ich bin eh so ein geiler Typ. Mir fällt auf, dass Frauen da wesentlich besser vorbereitet sind und viel mehr Demut und Respekt haben und Männer halt auch wirklich sich selber so geil finden und so ein großes Ego haben, dass sie da so naiv einigen. Und was machen die Männer dann beim zweiten Mal? Ja, das so, wenn sie es beim ersten Mal gelernt haben? Manchmal tauchen es nur einmal auf. Ich glaube, wir haben so viele Eigenschaften, Dinge zu vergessen. Ja, das stimmt auch. Wobei, also ich finde ja ganz spannend, also so Geschichten, wie der Franz erzählt hat, mit die Problemlösungsstrategien, wie er sich die Schlüssel verbrochen hat. Mit, was passiert jetzt da, was in dem Moment auch mit Schlafentzug und allem drum und dann relativ klare Entscheidungen getroffen werden, so mit, was ist jetzt? Jetzt ist es kaputt. Was passiert, wenn es mir nochmal aufhört? Dann hast du das in den Lungen. Bin ich dann tot? Na gut, dann fahre ich weiter. wo man, obwohl es sehr sonderbar klingt, also die Situation an sich zumindest eine gewisse Logik und Klarheit immer noch da ist, also, was ist jetzt wichtig? Werde ich quasi sterben oder nicht? Und das ist so der Punkt, wo ich sage, mache ich oder mache ich nicht. Hast du da auch so gewisse Ankerpunkte, wo du sagst, bis zu dem Punkt kann ich gehen, ab dem Punkt geht es nicht mehr, weil es gibt ja so Sachen wie, ich kann, also es gibt ja, glaube ich, gerade bei Ultraradlfahrer, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, irgendwie so das Problem, dass du irgendwann das Knack nicht mehr heben kannst oder wenn du gewisse Probleme im unteren Rücken spüren würdest, dass du sagst, oh, das könnte jetzt da langfristig Schaden bedeuten, weil das kurzfristig wehtut, ist eh alle klar, aber Bandscheibenvorfall während Radlfahren ist halt auch Arsch. Ja, da ist einmal eins zum Sagen vorher, umso besser du körperlich vorbereitet bist, umso weniger dramatisch werden diese Probleme ausfallen. Das sage ich ja immer, wenn's heißt, das ist, der Kopf ist so wichtig und du musst mental stark sein. Stimmt natürlich, aber manche glauben, dass mentale Stärke ein bisschen körperliche Fitness ersetzen kann. Und das ist halt ein totaler Schwachsinn, weil wenn du nicht genügend, ich sage jetzt einmal, zehntausende Trainingskilometer in die Viers hast im Laufe der letzten Jahre, dann werden deine Knie eher wehtun, dann werden gewisse Probleme eher auftreten und dann können sie natürlich auch wirklich Schaden anrichten. Und ich habe da gemerkt, dass ich so im Laufe der Jahre zum Beispiel jetzt Knieweh immer weniger habe. Ich habe beim ersten Mal wirklich fürchterlich und beim zweiten Ramp fürchterlich Knieschmerzen gehabt. Und
da haben wir ein paar Schmerztabletten dazugehört und das letzte Rennen bin ich ohne grobe Knieschmerzen gefahren und habe keine Schmerztabletten braucht, 8 Tage. Da gibt's Leute, die nehmen standardmäßig noch jedem Mal fortgehen, 2 Schmerztabletten in der Früh, damit sie aus dem Bett kommen. Und das ist halt immer die Frage, du weißt dann natürlich, gewisse Dinge tun jetzt weh und das ist okay und das akzeptierst du und da verschwendest du nicht zu viel Fokus drauf. Aber wenn du natürlich, für das ist dann ein Arzt mit dabei, der dann entscheiden kann, ist das jetzt was ganz Tragisches, Wichtiges, Schwerwiegendes. Ich habe zum Beispiel 2 Mal aufgeben müssen wegen Lungenödem. Dann ist natürlich Alarmstufe rot und dann weißt du, jetzt ist Schluss und im Endeffekt entscheidet es dann auch für dich der Arzt, weil du das selber natürlich, du kannst dich selber nicht abhuchen, du kannst das selber nicht die Analyse stellen, was jetzt in deinen Lungen los ist, sondern... Ja, und vor allem bist du wahrscheinlich in der Situation jetzt auch nur so semi-zurechnungsfähig. Richtig. Je nachdem, in welchem, wo im Rennen das das ist. Genau, also wir haben uns da schon genau überlegt, was sind Gründe, die zum Abbruch führen. Ein müdes Genick, wenn du deinen Kopf nicht mehr heben kannst, kann man lösen. Also es gibt immer wieder Radlfahrer, die dann halt mit so einer Nackenstütze zum Beispiel weiterfahren. Ich möchte das nicht, ich habe das noch nie gehabt, bin ja sehr glücklich, aber das ist was, das kann man managen. Aber wenn die Lunge zum Beispiel durch das viele Trinken über Tage und dann Wassereinlagerungen entstehen im Körper und dann kommt dann die Höhe dazu, 3000 Meter Höhe in den Rocky Mountains, wenn da Lungenödeme entstehen, das ist öfters bei Radlfahrern der Fall, dann muss man sich natürlich überlegen, das Leben geht nach und weiter und ich möchte vielleicht nächstes Jahr wieder mitfahren und gesund sein. Ich möchte noch mein Leben normal weiterführen und dann steht das natürlich nicht dafür. Aber da kommt halt, wie du gesagt hast, da ist auch dann eine gute Crew wichtig, weil du weißt einfach, dass wenn dir dein Arzt sagt, jetzt, ich glaube, es ist genug, dann weiß nicht, dass er das sagt, weil es der Zehennagel eingerissen ist, sondern weil wirklich was Seriöses ist und dann weißt du einfach, okay, da ist aus und dann wird wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich groß diskutiert. Ja, genau, außerdem ja. Wahrscheinlich ist es auch die Frage, ob du eben 5 Jahre hinsparst, damit du das einmal fahren kannst, dann wirst du wahrscheinlich viel mehr Folgen in Kauf nehmen, wie wenn du sagst, ich habe ein gewisses Standing und ich fahre auf Sieg im Endeffekt, aber wenn ich es jetzt nicht schaffe, ich habe meine Sponsoren, ich habe meine Crew, das funktioniert, ich muss jetzt quasi nicht Leib und Leben riskieren, nur damit ich einmal ins Ziel komme. Also das macht sicher dann im Kopf halt auch einen gewissen Unterschied. Ganz genau, macht einen großen Unterschied. Würdest du beim Ram, wenn es jetzt schlecht geht, auch dann irgendwie als Vorletzter ins Ziel radeln oder ist nur quasi Top-Platzierung da irgendwie das, was es wert ist, dorthin zu fahren? Ja, das ist eine interessante Frage, weil natürlich nehme ich mir vor, also jetzt mir fällt das zum Beispiel beim Marathonlauf auf, gell, dass sehr oft Leute einfach aussteigen, weil sie sagen, sie bringen die Zeit nicht zusammen, es läuft nicht und dann ist Schluss, weil entweder das perfekte oder fast perfekte Rennen oder es ist halt nicht und dann mache ich es beim nächsten Mal. Beim Ram ist es, glaube ich, schon anders. Du willst unbedingt finishen. Ich glaube, du kannst jetzt fast für alle sprechen, die da mitmachen, aber ich habe natürlich leicht reden. Bei mir war es immer so, dass ich sehr weit vorn unterwegs war und wenn ich ausgestiegen bin, war das wirklich medizinisch nötig. Dass ich jetzt 18er bin und in der Karenzzeit ins Ziel fahre, die Situation habe ich nie gehabt. Das heißt, ich sage jetzt einmal, ja, ich hätte jetzt fertig fahren, aber weißt du, der Schlafentzug ist echt ein Schwein und wenn du dann so müde bist und komplett nicht mehr klar denken kannst, möglicherweise kommen dann Entscheidungen außer die anders sind, aber ich habe auch da mit meiner Crew ausgemacht, dass ich das selber nie entscheiden dürfte. Also ich entscheide auch nicht, ob es eine Schlafpause nötig ist. Wir besprechen das immer. Ich sage natürlich, hey, mir geht scheiße und ich brauche Hilfe und bitte, ich kann nicht mehr und so weiter. Aber dann findet man immer Lösungen, dass es weitergeht. Und wenn ich jedes Mal entscheiden würde, es ist Zeit zum Schlafen, dann bin ich da 3 Wochen unterwegs, weißt du? Und das heißt, ein Nickerchen wäre schon fein. Ja, genau, es ist immer wieder lustig, wenn ich dann anfange, die Betreuer untereinander auszuspülen, probieren, wenn ich sage, ja, Crewwechsel war gerade und jetzt ist die neue Betreuerschicht quasi da und dann fange ich zum Verhandeln an, dass ich mit der Schicht vorher besprochen hätte, es ist noch ein Crewwechsel, Zeit für die Schlafpause. Nur davon weiß halt niemand was, gell? Das heißt,
wie ein Kind, wenn der Papa Nein sagt, fragt es die Mama. Und so in die Richtung. Also es sind Dinge, die ich normal nicht mache, aber halt unter Müdigkeit kommen ganz komische Verhaltensweisen ans Tageslicht. Und die kennen dich dann wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern und wissen, ah, jetzt kommt er schon wieder. Voll lieber genau. Weiter. Und da ist dann nicht wirklich wichtig, dass du als Athlet halt einfach, es ist wie im Training, ein guter Coach hilft dir nur dann was, wenn du dich coachen lässt. Das heißt, wenn du selber immer alles wichtig, alles besser warst und deine Entscheidungen machen willst selber und dir nichts sagen lässt, wird es da halt schwierig. Und es ist für mich einmal so das oberste Motto, bleib zugänglich für deine Betreuer. Werd nicht zum Egoisten und zum Dickschädel, sondern bis zum Schluss die Betreuer sagen, was zu tun ist und ich tue nur Radl fahren, Essen trinken und die Augen offen halten. Das ist mein Job und sonst über nichts nachdenken. Zwei Fragen sind mir vorher noch im Kopf herumgeistert. Erstens mit dem Genick. Gibt es eigentlich Zeit, wo Höben mit einem Spiegel? Wie beim Klettern? diese Position, eigentlich nach unten schauen, aber immer nach oben, die Augen quasi nach oben rollen, damit du nach vorne schaust, ist ja furchtbar anstrengend. Beim Klettern hast du ja quasi diese Umlenkspiegel. Ja, die Prisma-Brille gibt es beim Klettern. Genau. Habe ich tatsächlich schon mal überlegt, so als Worst-Case-Szenario einzupacken. Aber das musst du auch trainieren wahrscheinlich, weil sonst dann wirst du ja gaga im Kopf. Und das habe ich auch beim Rennleiter gefragt und er hat gesagt, nein, das ist nicht erlaubt, weil das ist dann natürlich zu gefährlich im Straßenverkehr. Mhm. Aber okay. Nein, du sitzt bei den ganz langen Rennen nicht so extrem am Rad, dass du quasi nicht schauen kannst nach vorne, wohin du fährst. Das ist bei den kurzen Einzelzeitfahren, wo du halt 10, 20, 30 Kilometer fährst, wirklich 100% Vollgas in der super Aero-Position, da ist oft schon sehr grenzwertig, dass du nicht mehr gescheit nach vorne schauen kannst. Mhm. Aber du ist dann, wenn das halt ein richtiges Rennen ist, ist ja meistens Straßen gesperrt oder gesichert und da ist jetzt einmal das dann kein Problem. Und was dann noch eine Frage ist, die nicht nur mir im Kopf herumgegeistert ist, ich habe einen Trainingseinblick von dir quasi mal gesehen, wo du im Endeffekt jeden Tag am Radl sitzt. Machst du irgendeine Art von, also tust du außer Radl von irgendwas? Also machst du irgendein Alternativtraining? machst du irgendwie spezielle Übungen für den Rücken, für weiß ich nicht, Hintergymnastik, damit, weiß ich nicht, damit du Hornhaut aufbaust oder irgendwas? Ja, man soll halt gewisse Sachen schon machen für den Oberkörper, gell? Aber. Also nein. Genau. Also du hast irgendwo einen Zettel hängen, wo Stabübungen sind? Ja, genau. Oberkörpertraining, Sit-Ups, Rücken und so ein paar Übungen. Es ist halt wie Radlputzen, gell? Du tust nur dann Radlputzen, wenn es richtig dreckig ist und wenn es so lang sauber ist. Oder wenn es nicht geht. Genau, und Oberkörper genauso, wenn du Kreuzweh hast, machst du die Übungen und wenn es dann wieder gut läuft, dann wird es sehr schnell in Vergessenheit geraten. Es ist für mich immer wieder spannend, ich kann mit jedem Radlfahrer das gleiche Thema besprechen, 5 Stunden Training geht, 6 Stunden Training motivationsmäßig geht, eine halbe Stunde anhängen geht auch noch, aber 20 Minuten Gymnastik, keine Chance. Für das hat niemand die Motivation. Es ist echt, echt schräg. Das geht sich auch im Alltag nicht aus. Die 20 Minuten, wo sollst du unterbringen? Das ist ja, ich meine. Das ist echt schwierig. Nein, das ist schwierig. Ich verstehe das total. Und dann schlitterst du in eine Sportsucht ab. Das ist ja alles. Ist alles. Das geht gar nicht, ja. Apropos 5 Stunden Motivation geht, 6 Stunden Motivation, 1/2 Stunde anhängen geht. 2 Dinge, die immer wieder aufkommen, ist erstens, wie groß ist überhaupt die Sucht dabei? Also wie hoch schätzt du den Suchtfaktor ein, dass du Radl fährst? Also kannst du jederzeit mit Radfahren aufhören? Jederzeit. Also wenn ich mir Ziel setze, dann ist natürlich die Motivation schon groß. Klar, ich glaube, das kennt jeder und das ist auch nötig. Aber es ist nicht so, wenn dann ein Rennen gelaufen ist oder wenn man irgendwas eben abgehackt hat, irgendwie jetzt hoffentlich erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich, dann ist ja dann mal Zeit für Pause und das kann ich echt gut. Also ich mache im Prinzip auch außer im Herbst ein bisschen Berg gehen und so wandern halt auf ja, Hobby-Niveau, sage ich jetzt mal, keine wüden Bergtouren, einfach zwecks Spaß. Sonst keine
Alternativsportarten. Das heißt, wenn ich nicht Radl fahre, dann tue ich wirklich nichts. Dann tue ich Freizeit, irgendwie nette Sachen, aber nicht, ich bin jetzt sicher kein Sport-Junkie. Also es kommt jetzt bei dir nicht, es passiert jetzt nicht, dass du in 3 Jahren Triathlet wirst. Das wird nicht passieren, nein. Das wird sicher nicht passieren. Eher wegen dem Schwimmen oder wegen dem Laufen? Beides. Es ist jetzt wirklich Laufen. Ich habe mir gedacht, dass wir das schon früher ansprechen, nachdem das Reihe ein großes Thema ist. Eher wegen nicht Radeln wahrscheinlich. Ich merke wirklich, beim Laufen gehen, da wird alles kaputt. Also da wird das Sprunggelenk, die Hüften, das Knie, da tut man noch 3 Tage, wenn ich 3 Tage jeweils 15, 20 Minuten laufen gehe, wirklich, da fangen die Gelenke an zum Wehtun und da merke ich einfach, das zerstört mich, das macht auch keinen Spaß und keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch nicht viel besser werden in den nächsten Jahren. Und es ist wirklich spannend, wenn du die eine Muskelgruppe oder die eine Bewegung immer weiter verbesserst, wird alles andere total schlecht. Also ich glaube, wenn jetzt ein Nichtsportler, einfach ein normaler Mensch, eine halbe Stunde einen Berg aufgeht und wieder runtergeht, dann ist okay. Wenn ich eine halbe Stunde einen Berg aufgehe und runtergehe, kann ich mich 3 Tage nicht bewegen. Also es ist wirklich fürchterlich, was man da für einen Muskelkater kriegt, wenn du als Radlfahrer laufen gehst. Ich glaube, das Problem beim Laufen ist, dass der Einstieg halt relativ hart ist. Also man sagt ja auch, wenn man jetzt abnehmen will, dicke Leute sollen sich eher am Radl setzen, weil da ist der Impact halt irgendwie kleiner. Aber so dieses, bis du bei einem Laufanfang zu einem Punkt kommst, wo du sagst, du kannst mit Spaß 3 bis 4 Kilometer laufen, das dauert halt, weil wie du sagst, am Anfang tut halt alles weh und der ganze Körper, der ja eigentlich auf Bewegung ausgelegt ist, aber durch das Leben, das wir alle leben, den ganzen Tag sitzen und dann ständig irgendwie vom Laptop oder PC, verlernt man das irgendwie. Und das wieder zu lernen, ist halt ein Prozess, den man wollen muss. Und wenn man durch den einmal durchgeht, dann glaube ich, entdeckt man irgendwann den Spaß. Also ja, aber jetzt, ich glaube beim Radfahren, wenn du jetzt da nicht, weiß ich nicht, mit deinem schicken Tracking-E-Bike durch die Innenstadt cruist, sondern du auf irgendeinem lustigen Rennradl in sportlicher Position hängst und du machst das einmal aus dem Stand eine Stunde lang, dann kennst du auch Teile von deinem Hinterteil, den du vorher schon lange nicht mehr gespürt hast, und eben der untere Rücken zum Beispiel oder so irgendwas. Also das ist ja was du wahrscheinlich noch an einer Stunde Radl fahren denkst, nix, wurscht. Aber wenn du anfängst, ist das halt auch aber beim Laufen ist quasi wurscht, wie schnell oder wie langsam du am Anfang läufst. Was du jetzt erzählst, ist wie wenn du sagst, okay, du gehst auf die Laufbahn und knallst 400er in einem Dreierschnitt hin. Ja, das tut weh. Das tut mir auch weh und das tut dir auch weh. Aber wenn du jetzt irgendwie gemütlich einen Laufschritt anlegst, versus du packst das Citybike aus und fährst dann mal von einem Ende von Wien zum anderen oder so irgendwas, da glaube ich, wirst du Radl eher weniger spüren, als jetzt, wenn du die ersten Laufversuche machst. Ja. Es ist ja eine sehr runde Bewegung, gell, und du hast keine Stoßbelastung. Das stimmt, ist halt der große Vorteil, deswegen ist ja Radlfahren für viele auch so Therapie, wenn du Knieoperation gehabt hast oder in der Verletzung, wird da sehr oft Radlfahren empfohlen, weil du da halt wirklich wenig, also im Gegenteil. Ja, Radlfahren ist wie Aquajoggen. Da passiert halt mit dem Körper nicht viel. Und die Dinge wie, dass da der Hintern wehtut, das wird man recht bald gewohnt. Das ist halt, wenn du handwerklich arbeitest, kriegst du eine dicke Haut auf die Finger, du kriegst ein bisschen Hornhaut in den Händen und du kriegst da eine dicke Haut am Hintern. Und das ist dann irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Und dass dort das Kreuz wehtut oder die Finger einschlafen, das ist halt Sitzposition. Das wird man mit der Zeit auch gewöhnt oder man stellt das Radl halt ein bisschen anders ein, dass das nicht mehr passiert. Hast du, gerade beim ultralangen Fahren, hast du eine spezielle Physis oder eine spezielle Genetik oder ist es echt alles nur Training? Weil es gibt ja auch beim Laufen oder bei jeder Spur, es gibt ja Leute, die, weiß nicht, eher Sprinter sind, es gibt Leute, die einfach ewig lang Dinge können, also ein Marathonläufer, ja gut, Marathonläufer und Sprinter sind jetzt auch schon verschieden, aber jemand, der 100 Meilen läuft und jemand, der 100 Meter in 10 Sekunden läuft, ist auch vom kompletten Körperbau mitunter komplett verschieden. Bist du da quasi von Haus aus schon mit einem gewissen Körperbau daherkommen oder ist das alles einfach trainingsbedingt?
Ich bin mir nicht ganz sicher, da wird mein Trainer, mit dem ich ein super gutes Vertrauensverhältnis habe, sicher was Gutes dazu sagen können. Ich neige dazu, dass ich sage, sehr, sehr viel Training, sehr, sehr viel Training über viele Jahre natürlich, aber er widerspricht mir da manchmal und sagt, ich habe schon sehr gute Anlagen. Also ich habe jetzt nicht das Mörder-Lungen-Volumen, sonst könnte ich Sprinter sein oder könnte ich Tour de France-Etappe gewinnen, sondern meine Stärken sind halt wirklich Fettstoffwechsel, Bewegungsapparat, wenig anfällig für Gelenksbeschwerden, das Verdauen und Verkraften von so viel Trainingsumfang. Und was mir auch bewusst ist, ist halt eine irrsinnig gute, robuste Gesundheit, also dass man wirklich wenig Wehwehchen entwickelt. Weil das heißt, du bist so der Traktor-Diesel. Du kannst alles einfüllen, vom Rapsöl bis zu irgendwas. Du bist jetzt doch nicht der 300 km/h schnell fährt. Wobei, genau. Bei deinem Schnitt ist es ein bisschen schwierig, aber dafür immer weiter, Man kann sehr, sehr viel trainieren, aber halt nicht alles. Also deine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die VO2 Max, die ja in der Trainingswissenschaft eine wichtige Größe ist, der ist halt schon von Geburt an ein bisschen in die Wiege gelegt, wie hoch der Limit ist. Du kannst es natürlich immer wieder verbessern, aber ob man jetzt 80, 85, 90 erreichen kann, ist da irgendwie vorgegeben. Das heißt, ja, aber du hast ja einen FTP-Wert zum Beispiel, der ja was über 5 Watt pro Kilo liegt. Und den kannst du wahrscheinlich auch auf ewig und 3 Tage fahren. Und andere halt nicht. Bei der Tour haben sie 6 bis 7 Watt pro Kilo in der Größenordnung bei der Tour de France. Und ja, aber kannst du die 5 Watt dann, weiß nicht, 10 Stunden auch halt? Um Gottes Willen, nein. Die Definition der FDP ist ja, was du eine Stunde fahren kannst. Das heißt, wenn du 400 Watt über 10 Stunden fahren kannst, dann wäre der FDP wahrscheinlich bei 500 oder so. Ah, okay. Also, ja, aber du hast irgendwas bei 400 Watt, glaube ich, oder so, wenn genau, ich das richtig... Plus minus 400 Watt, genau. Ich habe 80 Kilo, das heißt 5 Watt pro Kilo. Und die große Frage ist dann halt, wie lang kannst du zum Beispiel 70-80% dieses Wertes fahren. Das macht dann nicht wirklich den großen Unterschied. Das muss jemand in der Pro-Tour bei der Tour de France nicht kennen. Der muss ein paar Minuten beim Sprint, bei einer Attacke, bei einem Berg, muss der halt wahnsinnig hoch und intensiv fahren. Und ansonsten im Feld ist es manchmal weit weniger intensiv. Aber das, was ich halt machen muss, ist möglichst hoch von meiner FTP sehr, sehr lang fahren. Und da ist dann auch wirklich die Ernährung ganz entscheidend. Also wie viel Gramm Kohlenhydrate kannst du da pro Stunde zuführen, ohne dass da schlecht wird? Das habt ihr, glaube ich, bei einer Folge quasi geschaut, wie viel das da irgendwie möglich ist, quasi. Richtig. So bis zur Kotzgrenze quasi. Genau. Das und das halt ausloten. Das Fass anfühlen, ohne dass es übergeht. was ich sehr spannend finde eigentlich. Ja, eine meiner Stärken, dass ich auf gut steirisch einen Saumagen habe. Also ich vertrage echt viel. Und ja, es gibt halt viele Leute, die immer wieder mal verkühlt und verschnupft und erkältet sind und dann kriegen sie einen Krampf und dann wird ihnen schlecht und dann können sie nicht so viel essen. Wenn du halt so gebaut bist, da kann niemand was dafür und das kann man zu einem gewissen Grad trainieren, aber halt nicht hundertprozentig, dann sind halt gewisse Sachen schwierig. Und da habe ich ein bisschen, haben meine Eltern irgendwas richtig gemacht, dass sie mir da die richtigen Dinge mitgegeben haben. Wobei, deine Eltern haben was richtig gemacht. Da ist ja noch eine Sache, die so mitkriege. Der Fasching aus der Steiermark, der Strasser aus der Steiermark, der Zotter aus der Steiermark, der Preis aus der Steiermark. Ich vermute es schon lange, aber irgendwas ist da im Wasser. Da passt was nicht. Oder im Kernöl. Ja. Ja. Das ist ja quasi fast ein Nest. Also, es sind ja, glaube ich, gleich viel Steirer beim Race Across America am Start wie Amerikaner. Ja, das ist richtig. Es hat halt schon der Arne gesungen. Oder, nein, wie war das? Ja, Steirer, ja. Mensa wäre gut, wäre gut für Hollywood. Ja. Ich glaube wirklich, dass in so einer kleinen Szene, gell, schon auch nochmal der persönliche Kontakt ein bisschen was ausmacht. Weißt du, lernst Leute kennen, in deiner Region gibt es welche, die das machen, da ist das dann ein bisschen Gesprächsthema, in den Medien ist es stärker. Und dann bist du in so einer Bubble quasi. Ja, genau. Und es dann, ist schon spannend zu hinterfragen, warum gibt es Spanier, Franzosen, Italiener,
eigentlich nicht, die auf der Ultrastrecke gut Radl fahren. Es gibt immer wieder welche, aber niemals auf einem ganz hohen Leistungslevel oder die solche Sachen gewinnen. Und tut's dann aber die meisten guten Radlfahrer her, da ist Radlfahren richtig groß. Oder Belgien. Das ist aber beim Laufen ist es ja ähnlich. Bei den Ultra-Trail-Läufer kommst du um Frankreich nicht herum. Und wenn du auf die Marathon-Ergebnislisten schaust, ist Frankreich so wie Österreich quasi nicht existent, weil da ist Kenia, Äthiopien, sonst was. Und die sind aber beim Ultra-Laufen am Berg so gar nicht. Da gibt es ein paar gute Bergläufer und das war's. Ich glaube, das ist ähnlich gelagert beim Radlfahren auch. Weil zum Beispiel, wenn du schaust, Belgien, da sind zig Zehntausende Zuschauer, das ist der Volkssport Nummer 1 bei den Radlrennen, bei Querfeld ein, bei Crossrennen oder jetzt wieder Paris-Roubaix, das ist dort wirklich riesig, aber es gibt keinen einzigen belgischen, holländischen Radlfahrer bei Langstreckenradlrennen, das ist echt interessant. Und in Österreich gibt es schon sehr gute Profis aktuell, also wirklich bei Team Bora, stimmt, und so weiter, sind echt gerade gute Jahrgänge und viele gute Leute. Aber wenn man schaut, Race Across America hat seit 2004 ausschließlich Slowenen, Schweizer, Österreicher und einmal ein Deutscher gewonnen. Also genau aus diesen Ländern kommen die Besten. Das ist echt spannend. Beim Laufen ist einer der Gründe, glaube ich, ist einfach das Geld. Weil gerade bei den Kenianern ist halt, die machen das, um Familien und die erweiterte Familie zu ernähren, und du gewinnst einfach nichts. Also da gibt's ja die Reporter, die dann runterreisen nach Kenia und dort nachfragen, warum das so ist, wie sie ist. Und sie meinen, warum soll ich da mitlaufen? Da kriege ich nichts. Ich mache das. Ja, das ist aber beim Radfahren auch so. Bei der Tour de France kriegst du Geld und bei Paris-Roubaix auch und beim RAM oder beim Race Around Niederösterreich und Race Around oder durch Irland. Kriegst quasi nichts. Ja. Around Irland. In Irland war es around, ja. Ja. Ja, du hast ja quasi alles schon gewonnen. Nämlich ist RAM, das Race Around Austria, Niederösterreich, Irland, Slowenien. Den Kottl hast du noch nicht gewonnen, aber das ist jetzt auch kein. Man ist auch around the Lake halt. Attersee. Around the Attersee. Aber da ist ja die Frage, was genau treibt die überhaupt noch an? Also was motiviert die jetzt noch, dass du sagst, ich möchte weitermachen? Was ist der Antriebsfeder? Ist es, ich möchte mich selber schlagen, ich möchte einen anderen schlagen? Ich weiß es nicht. Ich möchte der Jugend sagen, wo der Bartl den Hammer hängen hat? Nein, es ist überhaupt nicht so Richtung Selbstdarstellung und Ego-Trieb. Es ist wirklich so die Freiheit an die Herausforderungen. Nur, es stimmt schon, jetzt aktuell bin ich auch gerade auf der Suche nach was noch die nächsten Jahre für mich sich an Ziele auftut, weil das Race Across America, was ich vorher gesagt habe, stimmt nicht ganz. Es hat heuer eine Frau erstmals gewonnen, nämlich eine Kanadierin, die Lea Goldstein. Aber es waren heuer 8 Leute am Start. Es hat Einreisebeschränkungen gegeben, es waren nur Einheimische quasi dabei und da waren leider alle sehr älter schon, das heißt, es waren fast nur 50-plus-Teilnehmer, dementsprechend war das Leistungslevel nicht so hoch. Und ja, die Lea Goldstein war die Beste der heurigen Starter, die hat wirklich erstmals als Frau gewonnen, ein super Rennen geliefert. Nur es war halt einfach so, dass wenig Konkurrenz war, wenig Teilnehmer, das würde ich jetzt nicht reizvoll finden für die Zukunft. Wenn es wieder gut besetzt ist, interessiert es mich sehr, bin ich wieder motiviert. Aber das bleibt halt noch abzuwarten. Und deswegen habe ich zum Beispiel letztes Jahr mir schon das Ziel gesetzt, mit dem 24-Stunden-Rekord das noch einmal zu verbessern. Den habe ich schon mal gehabt vor ein paar Jahren. Dann ist ein Slowene weitergefahren als ich. Und dann war halt diese Geschichte mit den 1000 Kilometern, das war ein Ziel, das mich wirklich fasziniert hat. Und da ist schon irgendwie die Motivation, einfach schauen, ob das möglich ist, sagen, was möglich ist, Inspiration sein für andere Leute und auch wirklich das tun, was man gern macht. Das kann ich echt behaupten, dass das mein größter Antrieb ist. Also keine Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder keine Social-Media-Kampagne, damit man ein paar Follower kriegt oder so ein Blödsinn, sondern ja. Solange die Motivation von innen kommt, glaube ich, ist auch Motivation da für die Zukunft noch solche Rennen oder solche Geschichten zu bestreiten.
wenn du vielleicht einmal denkst, du brauchst Reize außerhalb des Radsports, wir helfen doch gern beim Laufen ein bisschen in die Gänge zu kommen, dass du dann nicht zwei Tage Muskelkater hast nachdem. Ist kein Problem und dann laufen wir mit dir feitsch, das sind so 52 Kilometer. Also wenn's, wenn dich das einmal interessiert. Da gibt es ein gutes Kuchenbuffet. Ja, ja. Also das reizt viele Menschen. Das aber, muss ich sagen, ist ein gutes Argument, ja. Ja, schau. bevor wir dich wieder zum Essen entlassen, weil wir gerade dabei sind, wir hätten noch 2, 3, 5 Hörerfragen eingesammelt. Super, ja, unbedingt. Die erste, die muss ich stellen, weil die ist mir genau so gekommen. Es ist, hast du einen Glaumsch? Und wie groß ist der? Also welcher Level of Madness, wie musst du haben, dass du solche Dinge machst? Übersetzt mir das bitte kurz, heißt das, ob ich einen Duscher habe oder einen Spinner? Okay. Ja, ich würde das jetzt nicht verneinen. Also einen gewissen Grad an sagen wir, Verrücktheit gehört wahrscheinlich dazu, aber im Endeffekt ist es halt sehr viel Planung, sehr viel analytisches Denken, sehr viel Tüfteln an der Technik, an der Strategie. Also ich glaube, wenn du einen richtigen Glamsch, oder wie sagst du? Ja. Ich habe es nur vorgegessen, ich habe es ein Glamsch. Also es ist im Endeffekt ist es ein Duscher. Ja. Ich würde es jetzt in Steirisch übersetzen. Dann wird es halt schon schwierig. Ich glaube, wenn du da komplett durchknallt bist und an den Start gehst, wirst du vielleicht nicht so weit kommen, aber ja, natürlich eine Freude an außergewöhnlichen, speziellen Dingen habe ich schon. um da gleich anzuschließen, interessiert dich eigentlich sowas wie Everesting auch? Weil jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit waren ja diese selbstgebastelten Dinge auch irgendwie en vogue. Mittel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, immer wenn sowas komplette Massenphänomene wären und wenn es dann irgendwie jeder macht, dann finde ich es schon ein bisschen weniger spannend. Und es ist ja jetzt ja, da hat sich dann wirklich so, manche machen es für sich als Training, manche erzählen es gar niemandem, die fahren das einfach, manche machen da irrsinnig viel Blabla drumherum und dann hat es ja Leute gegeben, die das wirklich auf Höchstleistung getrimmt haben. Das sind ja mittlerweile, ich glaube in 6, 7 Stunden sind die Besten der Welt da schon fertig gewesen. Das ist der Contador, glaube ich, ist da ganz. Ja, und er ist noch einmal verbessert worden. Von ihren aber die fahren ja mit einem 80er nachher den Berg runter, was irgendwie absurd ist. Oder mit 90. Genau, das ist gut. Ich meine, das, was ich mache, ich habe mir auch überlegt, an welcher Strecke kann ich optimal fahren, das Radl perfekt einrichten, damit ich 1000 Kilometer schaffe. Das ist halt Everesting in der Fläche quasi. Aber das war halt wirklich für mich so ein Lebenstraum und Everesting, nur weil es jetzt jeder macht, hat mich bis jetzt noch nicht fasziniert. Nein. Das heißt, die fasziniert Zwiften auch nicht so? Oder machst du das? Ist das für dich Ausgleich Indoor-Training? Nein, ich habe mir das schon einmal so ein Probemonat gemacht und das waren die langweiligsten Ausfahrten meines Lebens. Also ich habe da jetzt nicht, weiß nicht, wenn ich nebenbei hin und wieder beim Trainieren ein bisschen solitär spiele mit den Karten, das finde ich spannend. Zwift hat mich nicht so fasziniert, weil wenn ich mit Leuten chatten will oder schreiben will oder reden will, dann kann ich mit wem auch telefonieren während dem Training. Ah, ja, aber so Rennen oder so würdest du quasi nicht machen oder du einfach mal so 100 Kilometer, es gibt ja da 100 Kilometer oder 100 oder 400 Kilometer Challenges oder was auch immer. Wo es ist ja das Interaktive, was viele Leute freut und das hat sicher, also alles, was Leute motiviert, um Sport zu machen, um zu trainieren, ist großartig. Aber ich habe mir das halt wirklich schon so angewendet. Ich fahre im Winter viel am Heimtrainer auf meiner Walzen und ich habe da halt nebenbei meinen Computer, kann ein paar E-Mails schreiben, kann ein bisschen was arbeiten, kann Organisatorisches erledigen. Und tue sonst sehr gern Musikkonzerte schauen, Skirennen schauen, Australian Open schauen im Winter. Das sind so meine Highlights und das Zwiften hat mich nicht so. Die 18 letzten Saisonen von der Tour de France schauen. Auch, schaust, ja, du Radl, genau. Schaust du beim Radlfahren? Eigentlich ganz selten. Also wirklich, eigentlich nicht. Ich beschäftige mich mit meinen Dingen, wenn es so Vorbereitungen geht, aber ich schaue wirklich, also Tennis ist mein absoluter Lieblingssport als Fan. Und ja, da ich kann da alle 18 Jahre Australian Open alles auswendig aufsagen. Das kann ich. Von der Tour de France eher weniger. Wie würdest du eigentlich deine Karten bei internationalen Rennen einschätzen?
man sieht es zum Beispiel beim King of the Lake, das ist ein Einzelzeitfahren, da bin ich sicher nicht schlecht. Da wäre es vielleicht international eher mal interessant, ob ich ganz hinten bin oder irgendwo vielleicht sogar im Mittelfeld. Aber nicht schlecht für alle, die es jetzt nicht bicker kommen. Du bist bei den Amateuren Zweiter geworden, unter genau. einer Stunde, und ich glaube, gesamt wärst Vierter oder Fünfter gewesen. Ja, ich glaube, es waren nur zwei Elitefahrer schneller, wobei die besten Elitefahrer sind da natürlich nicht dabei. Da fahren jetzt nicht die Profis mit, die auf Weltebene unterwegs sind. Aber ja, da bin ich wirklich nicht schlecht und da habe ich wirklich einen Freitraum, dafür auch zu trainieren, intensiv zu trainieren, kurze, schnelle Einheiten zu machen. Aber ansonsten muss ich sagen, bei den Rennen, wie man es kennt, Tour de France, Etappenrennen, da kann er die für 200 Kilometer fuhren, eingespannt werden und Windschatten geben und dann im Sprint wäre ich geschlagen, am ersten Bergway abgehängt. Also wegen des Einzelzeitfahren wären... Am bist du auch nicht so? Also, nein, durch mein Körpergewicht nicht limitiert. Ach so, ja stimmt, 80 Kilo ist irgendwie 25 Kilo schwer, glaube ich, oder so, oder? Genau. Für Bergmenschen. Wenn jetzt die Tour de France-Etappen Einzelzeitfahren wären, ohne Windschatten, ohne Teams, wo dann der Kapitän am Schluss halt der Stärkste am Berg quasi attackiert, wäre ich sicher gut dabei. Aber dadurch halt dieses, diesen Modus, dieses Gefüge, einfach diesen Radsport so gibt, bin ich da einfach für die entscheidenden Phasen viel zu langsam. Also ganz realistisch gesehen bin ich da weit weg von wettkampffähig für solche Rennen. Mhm. Aber ja, King of the Lake, Einzelzeitfahren, das mache ich gern, das macht mir Spaß, da bin ich ganz gut. Und bei den Amateuren in Österreich sicher einer der stärksten, und internationale Vergleiche gibt es da halt nicht, weil du natürlich nicht teilnehmen kannst an den ganz großen Rennen, wo dann die absoluten Stars dabei sind. Du müsstest ein Team haben, einen Vertrag. Okay, das heißt, du brauchst ein Profi-Team und Lizenz und pipapo, weil sonst darfst du gar nicht starten. Genau. Okay. Es ist beim Marathonlauf, da kann der Sieger aus Äthiopien und der Hobbyläufer, die stehen nebeneinander am Start. Es ist halt bei World Tour Profi-Radsport ist es wie in der Formel 1. Du kannst dich nicht anmelden und dann stehst du mit deinem Auto auf der Formel 1-Strecke neben Lewis Hamilton. Das geht nicht. Du musst in so einem Teamgefüge drinnen sein. Ja, das ist ein bisschen ein Reiz, gerade beim Traillauf und so weiter und so fort, dass du die wirklich beim selben Rennen, zur selben Zeit, allen Level des Sports irgendwie messen kannst. Das ist schon irgendwie geil. Wobei, du bist ja jetzt da auch nicht mehr 17. Der große Vierer schaut ja schon ein bisschen ums Eck. Richtig, ja. Und das heißt, Sprinter wirst jetzt auf die älteren Tage wahrscheinlich auch keiner mehr werden. Nur, wie lang kann man so diese super Langdistanzgeschichten machen? Wann ist Pension angesagt? Also was geht da überhaupt noch? Also im Sinne von, was kann da noch kommen? Oder ist es einfach nur Niveau halten? Naja, es ist Niveau halten ist natürlich, also ich weiß schon, ich werde jetzt nicht mehr viel besser werden körperlich, wobei ich im letzten Jahr auch nochmal ein bisschen was aufbocken habe können. Aber es ist doch nicht eher immer eine Umlagerung. Das heißt, wenn du für kürzere Distanzen besser wirst, wirst du automatisch für die ganz langen ein bisschen einbüßen an deinen Stoffwechselzonen. Das heißt, wenn du die VO2 Max versuchst zu verbessern, wird die Fettverbrennung ein bisschen schlechter oder umgekehrt. Das heißt, du kannst immer wieder mal dich anpassen, aber dass du in allen Bereichen zulegst, das ist gerade jetzt in dem Alter nicht mehr möglich. Aber so Langzeitausdauer, sagt auch die Literatur, kannst du bis 40, 45 absolut am Top-Level erhalten oder vielleicht sogar noch dich verbessern. Und ja, ich war noch nie 45, ich weiß nicht, wie es dann sein wird, aber jetzt mit 38 habe ich noch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo nachlasse oder abbaue, sondern ich glaube, solange du im Kopf noch viel da bist und sagst, hey, ich bin motiviert und ich habe Ziele und ich möchte das machen, da kannst du körperlich wirklich noch, gerade in dem Sport, sehr lang sehr gut sein. Das heißt, der Plan ist Vollgas, solange es noch geht, und einfach weitermachen und sich neue Ziele und Herausforderungen setzen, die dann irgendwie abhacken. Solange es Freude macht, genau. wobei, wie vorher schon gesagt, was jetzt konkret als nächstes für mich irgendwie spannend ist, bin ich gerade am Überlegen. Jetzt ist eh Herbst und ein bisschen Off-Season und Training wird weniger und da hat man genug Zeit, um sich wieder für nächstes Jahr was Feines auszusuchen. Grundsätzlich auch gut, einmal den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, weil wenn man ewig nur trainiert, dann brennt man nicht nur körperlich, sondern vor allem mental auch wahnsinnig aus. Genau. Und
Ich glaube, das ist auch für jeden ganz wichtig. Man redet immer von mentaler Stärke, von Höchstleistung, von Motivation, aber es gehört einfach auch die Pause dazu, körperlich und im Kopf. Sonst du musst ja zur richtigen Zeit in der richtigen Form sein. Du musst nicht permanent gut in Form sein, sondern besser on top, wenn du das brauchst, und zwischendurch darfst du ruhig einmal ein bisschen bergab gehen und einmal gemütlich werden. Passt. Ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Worten, lassen wir das auch wunderschön ausklingen, auch weil der Peter, glaube ich, gerade ein bisschen sich einfriert und irgendwie nicht mehr da ist. Nichtsdestotrotz, ich danke dir trotzdem, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist noch ein bisschen länger geworden, als wir vorausgemacht haben. Das tut uns leid. Wir hoffen, das Essen ist jetzt noch nicht kalt geworden und du kannst noch gut speisen. Das Essen muss erst gemacht werden. Also das Problem, ist ja noch schlechter. Ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe mich vorher schon ein bisschen verköstigt. Also ich habe es durchgehalten ohne Probleme. Ist schlau, schlau. Siehst du, Peter, der Mann ist uns was voraus. Der denkt mit. Das ist was. Er ist es gewohnt, dass er sein Essen vorplant, wann er was isst. Wir sind etwas chaotisch unterwegs, aber ja, ist das halt, muss man machen. Gut. Ja, es hat uns auf alle Fälle wirklich herausragend gefreut. Ja. Es war großartig und ich sage vielen, vielen Dank und wir hoffen, dass wir die bald und oft noch sehen und vielleicht irgendwann wieder mal hören. Mir hat es sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch für ein paar Läufer vielleicht ein paar Ideen dabei sind. Ich muss sagen, Radlfahren ist schon ein geiler Sport. Also, falls jemand wechseln will, kann ich nur sagen, Radlfahren ist echt cool. Und Radlfahren ist auch okay. Ja. Und wir haben gehört, Schwimmen ist nicht okay. Beim Triathlon haben wir das Problem mit Schwimmen. Das ist richtig. Ich muss sagen, beim Radlfahren habe ich das Problem mit Triathleten, die sie die Socken bis zum Knie ziehen und oft unmöglich ausschauen. Also du gibst da noch einen kleinen, feinen Unterschied, so von wegen Dresscode und unterschiedlich oder ungeschriebene Gesetze, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich habe gehört, wenn man die Socken nicht nur bis zur Hüfte zieht, sondern ganz auf, das bringt schon ein paar Sekunden. Das bringt da 2 Watt oder so. Da muss man sich trotzdem fragen, will man mit Würde 2 Sekunden verlieren oder... Schießen aus schon und sehr schnell sein. Also, das sind die Opfer, die vielleicht lassen wir das einfach so stehen. Ja, ich wollte gerade sagen, lassen wir das so stehen. Danke dir auf jeden Fall. Danke. Einen Abend noch. Ciao.